Eines der vier Tacker ist das Flügelteil. Also das hier, oder was? So. Also so, wie ich es ursprünglich dachte. Okay. Okay, ich würde sagen, das sieht richtig aus. Das Problem ist nur, diese Ränder sind so dick, dass mein Kopf damit nicht klarkommt. Weil es für mich so einfach nicht zusammenpasst. So, dann muss der... Oh mein Gott, jetzt sehe ich was. Oh mein Gott, ich erkenne Randteile jetzt auf einmal, oder? Oh mein Gott, ich erkenne jetzt, dass das hier Randteile sind. Oder? Das sind doch Randteile. Soll das nicht Randteile darstellen? Oh mein Gott. Nee, es soll, glaube ich, keine Randteile darstellen, aber es sieht trotzdem scheiße aus. Siehst du, dieser Abschnitt hier, den ich hier umkreise, das sieht für mich total unrealistisch aus. Wobei es auf dem Monitor irgendwie etwas besser aussieht als auf dem Monitor. Aber egal. Das sieht für mich einfach nicht passend aus. Aber ja, das muss hier stimmen mit dem Ding. Und jetzt muss ich nur noch irgendwie... Okay, hier ist noch ein Schwan. Ah, okay. Ich sehe hier Schwan 1. Oh, jetzt sehe ich es endlich. Schwan 1. So, irgendwie. Irgendwie. Das heißt so und so. Siehst du, dieses Bild sieht so scheiße aus. Das macht für meinen Kopf keinen Sinn. The experiments with dead rats produce greatly contradictory results. While all the reanimated rats have supernatural physical strength, much stronger than that of regular rats, the reanimated animals suffer great, terrible pain and as a result behave extremely aggressively. Yet when I decided to halt the lives of these pathetic creatures and end their suffering, the Baron persuaded me not to do so. Instead, he told me he had a recipe for a remedy that would release the test subjects from their suffering without killing them. Kranker Scheiß. Wie gesagt, ich habe einfach tierische Probleme damit, so Puzzeln im Allgemeinen. Easy peasy, sowas kann ich super gut. Aber da waren die Ränder so dick, dass mein Kopf nicht damit klarkam, dass ich fehlende Sachen ergänzen muss. Und deswegen habe ich damit ein Problem, verzeiht mir. Nicht jeder kann perfekt sein. Ich habe endlich ein Zahnrad gefunden. Na Gott sei Dank. Wow, als ob... Oh, Wimmelbild. Ein Kürbisgesicht. Muss ich jetzt wieder zeichnen und dem Kürbis da unten ein Gesicht anmalen? Irgendwie läuft das hier doch, oder? Okay, ich brauche Käse für die Mauer. Safe, oder? Ja, das war schon mal klar. Rollengeschloss war jetzt nicht sehr schwer. Flasche auch nicht. Spinne leider auch nicht. Schlüssel auch nicht. Eine Ente. Ein Bär. Eine Hand. Man könnte quasi sagen, das Puzzle war schlecht gerendert, richtig. Nee, aber es ist krass. Wie gesagt, Puzzeln mache ich euch easy peasy. Auch mit Drehen und allem drum und dran. Aber, Karo Ass. Aber das hat mein Kopf, da kam mir nicht klar mit. Rose. Wo ist hier eine Rose? Ah, da. Leuchtende Glühbirne. Muss ich jetzt hier irgendwas... Oh mein Gott, hier ist ja wieder Rätsel-Action. Aber das sollte relativ easy sein. Sowas wiederum kann ich ja relativ gut. Oh. So. Und jetzt fehlt noch das Kürbisgesicht.
Und was benutzen wir jetzt, um dem Kürbis irgendwas aufzumalen? Ein Apfel? Nee. Benutzen wir denn dafür? Besen? Ah, Messer! Lol, ja, klar. Messer. Schraubenschlüssel. Was wir mit dem Schraubenschlüssel machen, weiß ich jetzt zumindest mal. Ich habe das Messer nämlich gerade nicht sofort gesehen. Ein Feuerlöscher! Alter, damit können wir den Waldbrand löschen. Das ist doch mal eine Ansage. Das ist doch mal eine Ansage. Das Flugzeug sieht tatsächlich so ein bisschen so aus, als könnte man es noch fliegen. Aber nein, mal gucken. Die Spitzhacke muss so fest in den Deckel, der Kiste geschlagen worden sein, dass der Griff abgebrochen ist. Ich brauche einen anderen Griff, um den Rest aus der Kiste zu bekommen. Okay, wir haben noch keinen Griff. Oh boy! Bioshock hat angerufen. Okay, haben wir irgendeine Herzform bisher? Nee, ne? Okay. Das heißt, ich kann es auch noch nicht machen, weil wir noch keine Herzform haben. Aber das ist geil, sowas mag ich. So, was haben wir hier? Ein Spitzhackengriff, das war ja simpel. Und wo ist das Herz, das wir noch brauchen? Ach, das Steuerrad fehlt. Oh. Ich denke mal, hier wird schon irgendwas sein jetzt, oder? At first, Igor insisted on experimenting on the body of a dead person, but I managed to dissuade him from that madness. Still, he persuaded me to experiment on large animals and said he had a drug to relieve their suffering. I'm afraid even to ask him where he got the corpse of a tiger from. Indeed, I'm beginning to doubt the man is sane. Okay. Ventilgriff. Das ist alles? Ich krieg nur einen Ventilgriff hier? Wo brauchten wir jetzt einen Ventilgriff? Was können wir mit der Spitzhacke machen? Was hat's hier mit dem Feuer noch auf sich? Was können wir denn hier? Feuerlöscher? Nein. Spitzhacke? Wohl eher nicht. Schraubenschlüssel kommen wir nicht ran. Öl wäre wohl eher eine dumme Idee. Eisenhandschuh, komm, gib ihm. Na okay, das funktioniert wohl nicht. Was stand denn jetzt noch aus? Hier haben wir alles. Oh, hier gibt's auch hier gibt's gar nichts mehr. Okay. Müssen wir... Kann man Dinge hier eigentlich auch kombinieren im Inventar? Nee, ne? Okay, man kann nichts kombinieren. Hier noch irgendwas? Nee, ne? Sollen wir hier ein Herz überhaupt reintun? Ja, ich denke mal schon. Vorher können wir hier nichts machen. Aber was fehlt uns denn da noch? Irgendwas muss doch mit dem Feuer jetzt sein. Mit was können wir das da durchziehen? Also mit der Spitzhacke geht, was sollen wir auch mit dem Ventil machen?
Nein, das geht auch nicht. Ich habe doch gar keine Sachen dafür. Okay. Es gibt nichts Logisches für das Feuer, oder? Also nicht aktuell. Das heißt, es muss irgendwo was anderes noch geben, was wir vielleicht übersehen hatten. Vielleicht muss ich nochmal irgendwo irgendwas anklicken, damit ein Text erscheint, damit ich raffe, was als nächstes noch zu tun ist. Was sagt er denn? Einfach nur durch die Gitterstäbe ziehen. Okay, nee, das ist dasselbe. Flugzeug kann ich wohl nichts mehr übersehen haben. Ich muss einen anderen Weg hinausfinden. Gibt's denn noch? Die Spitzhacke? Ich sollte da die Spitzhacke einsetzen? Ach komm. Quatsch, Leute. Wenn hier steht, Durchgang ist blockiert, ich muss einen anderen Weg finden, dann würde ich wohl kaum mit der Spitzhacke draufhauen. Was für Spinnweben im Flugzeug, jetzt mal ehrlich. Ihr verarscht mich doch, oder? Nee, die sind ausnahmsweise tatsächlich nur Zierde, Leute. Ausnahmsweise sind die Zierde. Ausnahmsweise sind die Zierde. Okay. Gut. Dann muss es irgendwas noch geben, was wir übersehen haben. Ich habe beim Kamin doch schon die Spitzhacke probiert, Leute. Da kommen wir nicht ran. Wie soll man auch mit der Spitzhacke etwas aus dem Kamin ziehen? Macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ich töte doch den Tiger nicht und setze das Herz da ein. Das ist doch völlig bescheuert. Das ist doch Quatsch. Ich muss doch jetzt nicht den Tiger töten. Warte, wir töten hier keine Tiger, oder? Ich kann den Tiger da gar nicht anklicken. Ich kann mit dem gar nicht mehr interagieren. Redet doch keinen Unsinn. Es gibt zwei Möglichkeiten, weiterzumachen. Steuerrad finden. Eine Möglichkeit, das aus dem Gitter zu ziehen. Oder ein Herz. Was ist mit der Ratte? Hat die noch eine Verwendung? Nein, die Ratte hat keine Verwendung mehr. Der Tiger ist nicht tot, der Tiger schläft. Was übersehen wir? Ich klicke jetzt so ein paar Sachen mal an. Für den Fall, dass dann irgendwo ein Text kommt mit einem Hinweis, von wegen, ich bräuchte erst das und das, um hier weiterzumachen. Er will definitiv ein Steuerrad. Was haben wir nicht? Also. Ich kann hier auch keine Brechstange. Ich benutze jetzt bei dem Feuer alles, damit das hier ein für alle Mal geklärt ist. Ich kann keinen Schraubenzieher nutzen. Ich kann keine Gartenschere nutzen. Ich
kann keine Brechstange nutzen. Ich kann auch keinen verfickten Staubwedel nutzen. Ich kann auch mit einer Metallsäge das nicht aufmachen. Ich kann auch mit einem Messer das nicht aufmachen. Ich kann auch mit einem Eisenhandschuh das nicht rausholen. Filmrolle wird ja wohl nicht gehen, das werdet ihr wohl einsehen. Ich kann euch ja auch kein Öl reinkippen, damit das ganze Haus abgefackelt wird. Ich kann auch nicht mit einem Schraubenschlüssel öffnen. Ich kann es auch nicht mit einer Spitzhacke öffnen. Und ich kann es auch nicht mit einem Ventilgriff öffnen. Können wir uns jetzt damit einigen, dass das Feuer nicht mehr im Chat steht, weil wir nichts haben, um das Feuer da auszumachen oder rauszuholen? Können wir uns darauf einigen? Danke. So, das Feuer, wir können nichts machen. Und bei den anderen zwei Teilen fehlt uns was. Das heißt, irgendwas haben wir übersehen. Ich kann hier nicht mehr rein. Ich kann hier nichts anklicken. Ich kann hier nur zum Schiff gehen. Okay, nochmal gucken beim Schiff. Beim Schiff können wir nichts anklicken und nichts machen. Das heißt, das Schiffgebiet ist für mich kein Thema mehr. Hier kann ich auch nichts machen, als zum Karussell zu gehen, wa? So. Hier sehe ich auch nichts. Oder kann ich hier noch irgendwas... Moment, ich habe nicht alles angeklickt. Ich denke mal nicht, dass hier irgendwie noch was stehen wird. In diesem Zimmer habe ich alles angeklickt, hier ist nichts mehr. In diesem Zimmer steht nur, hier ist blockiert, ansonsten steht hier nichts mehr. Oh ja, jetzt wird es aber langsam knifflig hier. So, das Ding ist, bei der Statue habe ich auch schon geklickt. Ich kann nicht interagieren mit Gegenständen, die ich nicht anklicken kann. Das heißt, wenn ich hier eine Spitzhacke mache, passiert hier nichts, Leute. Wenn hier kein... wenn der Mauszeiger sich nicht verändert, kann ich nicht interagieren. Das heißt, hier von Anfang an war klar, dass wir hier leider gar nichts machen können. Hier kann ich nichts anklicken. Siehst du, dann kommt so ein Lupensymbol. Ohne Lupensymbol keine Interaktion. Na. Es heißt, irgendwas am Seeufer muss hier noch zu machen sein. Haben wir irgendwas, was man mit diesem Herz machen kann? Ein Ventil wohl nicht. Öl. Nein. Filmrolle geht ja sowieso nicht. Die kann man nicht verwenden. Was zum Geier kann man machen? Es gibt halt kaum noch Möglichkeiten, wo man was machen kann. Irgendwas müssen wir alle übersehen. Alle. Keiner weiß ja auch weiter hier, wenn ich das richtig sehe, oder? Oh, was? Oh! Oh, hier steht was! Oh, endlich habe ich einen Hinweis. Oh mein Gott. Finally. Ah, ich sag doch, man muss auf alles klicken, damit man endlich mal rausfindet, um was es sich hier eigentlich dreht. Okay, so, Schere. Anhänger, Stern. Warte mal, ich nehme jetzt erstmal das Blatt mit. Steuerrad! Oh, ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt das Steuerrad als nächstes kriegen, wenn ich das hier schon so, wenn das hier schon so angepriesen wird, oder? Random irgendwas machen bringt doch was. Naja, in dem, man hätte den Stein ja untersuchen können, aber naja, ne? Naja. Es ist auch sehr gut, wenn es irgendeiner hatte, wenn Toxi das gesagt hat. Super Sache. Aber hier stehen hunderte von Sachen. Das ist gar nicht so einfach, ne? Denkt dran, ich kann auch nicht alle Informationsquellen verarbeiten. Ist das hier das Steuerrad? Ah, okay. Versetzt euch da ruhig mal in meine Lage. So einfach ist das hier alles nicht. So. Ball. Teekanne. Anscheinend habe ich schon gesehen.
Apfel. So. Brief. Muss ich den Brief selber schreiben? Oder? Ja, wahrscheinlich, oder? Und wo ist der Zettel dafür? Wo ist der Zettel zum Schreiben? Ist hier eine Kerze? Ja, vermutlich. Alle Tupacs. Das hier. Ach, damit machen wir den Anhänger, denke ich mal. Aber mit was? Wo hängen wir denn den dran? Das ist irgendwie. Ach, nee. Gar nicht mal so schön gemacht hier. Okay, Anhänger und Brief weiß ich. Was hat es jetzt mit dem Stern auf sich? Okay, das ist irgendwie gar nicht mal so einfach, wenn ich das richtig sehe. Was ist denn das hier? Erkennen? Dinge, wo man irgendwas zusammenbauen muss, mag ich ja eigentlich bei Wimmelbildspielen gar nicht. Manchmal finde ich es okay, manchmal allerdings auch nicht. Hat der Anhänger irgendwas mit der Statue hier zu tun? Nee, ne? Ach, da! Oh, okay, okay, okay. Okay, Edelstein hat sich erledigt. So, was hat es jetzt mit dem Stern auf sich? Stern ist wahrscheinlich auch simpler, als es soll. Also das mit dem Brief ist mir ja klar, aber wo soll ich irgendwas draufschreiben? Da oben? Da habe ich nur Schiss, dass ich irgendwo was falsch anklicke. Den Bären? Was können wir hier machen? Ich kann. Oh, 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 was ist jetzt passiert? Oh! Richtige Reihenfolge schon wieder drücken. Knöpfchen drücken, weißt du? So, und was beschriften wir jetzt? Ich hätte ja immer noch gesagt, das Ding hier, aber das lässt sich nicht beschriften. Ich hab's schon probiert. Was war das? Was zum Teufel war das? Ich hoffe jetzt nicht, dass mir das irgendein Achievement versaut, weil ich gerade so oft geklickt habe. Ich hoffe. So, also. Irgendwas zum Beschriften muss ja wohl...